Die Geschichte des Automobils war schon immer geprägt von den verschiedenen Marken. Viele kamen, manche blieben und ein paar sind auch wieder verschwunden. Wir wollen heute an schwedische Sonderwege, japanische Kleinwagen, westfälische Geckos, edle Japaner, kleine Amerikaner, besondere Australier und ein Auto, das dein Freund ist, erinnern. Alle wichtigen Infos zu den Marken, die es in Deutschland nicht mehr gibt, erfahrt ihr hier und jetzt in 7 knackigen Fakten bei Die 7. Fakt Nummer 1. Der schwedische Sonderweg. Die waren schon immer etwas anders und leider am Ende nicht mehr erfolgreich. Saab hat 2012 Insolvenz angemeldet und ist damit vom Automarkt verschwunden. Zum Schluss unterwegs mit den Modellen 9.3 und 9.5, die auf unterschiedlichen GM-Modellen basierten, waren die Besonderheiten der Saab-Modelle einzigartig, aber eben auch teuer. So war das Zündschloss stets in der Mittelkonsole eingebaut, die Motoren wurden zwar aus dem GM-Regal übernommen, aber nochmal überarbeitet und diese Eigenheiten machten die Produktion teurer. Am Ende fanden sich immer weniger Käufer für die überschaubare Auswahl an Autos. Letzte Versuche, auf den SUV-Zug aufzuspringen, misslangen. Die Nachfolgefirma NEVS, ein schwedisch-chinesischer Konzern, kündigte immer wieder eine Neuauflage an, doch 2016 entschied man sich, die Marke Saab für die PKW-Produktion nicht mehr zu nutzen. So bleiben die Fahrzeuge mit Greif im Logo immer als die etwas anderen Autos in Erinnerung. Fakt Nummer 2. Kleine Japaner. Dai Hatsu, kommst du mit zu Bishi? Dieser mehr als schlechte Scherz waberte über Schulhöfe in den 90er Jahren. Doch Zu hat mittlerweile nur Daihatsu, zumindest in Deutschland, und das seit 2013. Kultige Autos wie der Copen, den es bei uns bis 2005 nur in einer rechtsgelenkten Variante gab, oder der kleine Van Materia, sahen optisch sehr eigenständig aus. Doch der große Erfolg kam in Deutschland in den 24 Jahren, in denen Daihatsu auf dem Markt war, nie zustande. Schade eigentlich, denn die meisten sehr kleinen und kompakten Modelle bereicherten das Straßenbild stets durch ihre optischen Besonderheiten. So können sich am Ende Copen und Materia-Fahrer auch heute noch sicher sein, dass sie ein sehr exklusives Auto fahren. Fakt Nummer 3. Westfälische Flitzer. Der Gecko war ihr Markenzeichen. Und das nicht nur im Logo, sondern auch als riesige Skulptur in der Firmenzentrale. Die Rede ist von Wiesmann aus dem westfälischen Dülmen. Gestartet 1993 mit der Idee, einen klassischen Roadster mit deutscher Technik zu bauen, entwickeln die Brüder Friedhelm und Martin Wiesmann mit dem MF30 ein erstes Modell. Bis zur Insolvenz im Jahr 2013 wurden über 1600 Exemplare der Roadster und Coupés Made in Westfalen gebaut. Die Besonderheit? Technik und Motoren stammten aus der Großserie und wurden so in BMW M3 und M5 Modellen verbaut. Das bedeutete viel Leistung, Zuverlässigkeit und jede Menge Fahrspaß. Und auch bei uns hat der Wiesmann MF5 GT seine Spuren hinterlassen. Bei Fastlap hat das 555 PS Monster seine Zeit in den Asphalt gebrannt. 2022 soll es eine Neuauflage mit bekanntem Logo geben. Fakt Nummer 4. Edle Japaner. Infinity, Unendlichkeit, so die wörtliche Übersetzung der nächsten Marke, obwohl anders geschrieben. Doch unendlich wurden sie nicht verkauft, die luxuriösen Limousinen und SUVs von Nissans Nobelmarke. Gestartet 1989 in den USA, haben die amerikanischen Japaner oder japanischen Amerikaner ab 2008 auch Europa auf dem Schirm. Besonders sportliche Limousinen und SUVs waren im Angebot und das sogar in der Sebastian Vettel Edition. Denn Infiniti war kurzzeitig Sponsor vom Red Bull Formel 1 Team. Zum Schluss hatten sie mit dem Q30 und dem QX30 auch zwei Modelle in der Kompaktklasse, beide basierten auf Mercedes-Modellen. Doch auch das half nicht richtig zum Erfolg der Marke, sodass 2020 der Vertrieb in Westeuropa eingestellt wurde. Fakt Nummer 5. Kleine Amerikaner. Eine Marke, die es noch ein kleines bisschen gibt, ist Chevrolet. Wobei sie aktuell nur noch mit einem Modell auf dem Markt sind, und zwar der Corvette. Doch jetzt wird's etwas komplizierter. Denn die Marke Chevrolet hat zwischen 2005 und 2015 Autos in Europa verkauft, die aus koreanischer Produktion stammten und früher Daewoo hießen. Damit die Corvette sich davon abgrenzt, wurde sie eine Zeit lang schlicht als Eigenmarke namens Corvette vermarktet. Zurück zu den asiatischen Kleinwagen mit amerikanischen Namen. Malibu, Spark und Trax klangen gut, waren am Ende aber sehr brave Autos. Und da sie im gleichen Revier wilderten wie die Modelle einer weiteren GM-Tochter, nämlich Opel, wurde der Verkauf 2015 gestoppt. Heute gibt es nur noch ein Modell, das mit Chevrolet-Logo auf deutschen Straßen rollt. Und das schießt mit mindestens 482 PS ums Eck und heißt Corvette. Fakt Nummer 6. Besondere Australier.
Holden Ute ist die australische Version, einen Pickup zu bauen. Anders als die amerikanischen Pickups basiert der Ute nicht auf einem Geländewagen, sondern eher auf einem Kombi. Flach und lang ist hier das Motto. Und sportlich. Mit einem Ute trauen sich die Australier auf die berühmte Nürburgring-Nordschleife und wagen einen Rekordversuch. Unter der Haube der Utes werkeln bis zu 6 Liter große V8-Motoren mit bis zu rund 360 PS Leistung. Eine eigene Rennserie der Pickups gibt es auch. Am 31.12.2020 wurde Holden schließlich aufgelöst. Die Verkäufe der GM-Tochter waren nicht mehr hoch genug. Fakt Nummer 7. Befreundete Autos. Deju und du, das Auto dahin Freund. Wer erinnert sich außer uns noch an diesen Werbesong aus den 1990er Jahren? Als einer der ersten koreanischen Autohersteller wagen die Asiaten 1995 den Markteintritt in Deutschland. Eines der Premierenmodelle ist der Nexia, der auf dem Opel Kadett E basiert, der bis 1993 gebaut wurde. Neben einer relativ unauffälligen Limousine brachten die Koreaner 1998 mit dem Matiz einen optisch sehr eigenständigen Kleinwagen auf den Markt. Rücksprung zu Chevrolet? Die haben den Matiz dann, bis auf die Logos, unverändert als Chevrolet Matiz verkauft. Daewoo selbst ging 2002 pleite und die Pkw-Sparte wurde von GM übernommen. Das waren die 7 interessantesten Fakten zu verschwundenen Automarken in Europa bei Die 7. Welche vermisst ihr am meisten oder fällt euch noch eine weitere ein? Wir freuen uns auf den Meinungsaustausch in den Kommentaren. Wenn ihr weitere Clips von Die 7 und Auto, Motor und Sport sehen wollt und euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Die Klassik Remise hier in Düsseldorf, quasi unsere Homebase für viele YouTube-Videos, ist ein einziges Garagengold. Hier stehen Automobile, Goldstücke en masse. Und es gibt halt wahnsinnig viele Fans dieser historischen Autos. Und genau für diese Fans haben wir jetzt auf YouTube eine Anlaufstation. Garagengold. Da haben wir die schönsten Geschichten zu historischen Autos, die interessantesten Geschichten. Ich bin auch noch mit dabei und ich kann nur eins sagen, unbedingt angucken. Denn das wird gut.